herzlich willkommen zu den Whisky.de News am 22. Mai 2018 und wir haben wieder eine ganze Reihe von interessanten News. Menge aus Großbritannien, aber auch ein paar aus den USA. Ja, die Halwood Wine and Spirits Company investiert 7 Millionen Pfund in eine neue Brennerei. Naja, ganz so neu ist die Brennerei nicht, denn es ist die John Crabbe Whisky Distillery in Edinburgh und die wurde schon 1801 gegründet, aber dann irgendwann über Jahre geschlossen und ja, schon fast vergessen. Aber jetzt wird sie wieder aufgemacht, eben durch diese schöne, tolle Investition von 7 Millionen Pfund. Und wir dürfen gespannt sein, wie gut denn der neue Whisky aus Edinburgh irgendwann mal werden wird. Aber ja, das wird wieder 3 Jahre brauchen, bis der erste kommt. Und wir halten Sie natürlich darüber auf dem Laufenden. Als nächstes haben wir den unabhängigen Abfüller Gordon MacPhail. Und der bringt eine neue Reihe raus, beziehungsweise mehrere neue Reihen, wo er seine Whiskys in der Discovery Range klassifiziert. Das heißt, es wird einmal die Range Smoky, Sherry und Bourbon geben. Und da können sich dann die Leute darüber klar sein, nämlich will ich einen rauchigen, einen Sherry-Fass gelagerten oder einen Bourbon-Fass gelagerten. Und die sind dann farbkodiert, das heißt, jede Flasche im Smoky-Bereich wird eine Farbe bekommen, im Sherry-Bereich und im Bourbon-Bereich genauso, dass die Leute in der Kasse oder im Online-Shop direkt sehen können, das ist ein rauchiger, das ist ein Sherry-Whisky oder eben ein Bourbon-Whisky. Macht das Ganze ein bisschen einfacher. Wir dürfen gespannt sein, wie die Flaschen dann aussehen. Ich werde hier bestimmt auch ein, zwei auf dem Fass haben. Als nächstes haben wir eine Story, kein Scotch, sondern eine Story aus North Wales. Und zwar kündigt die Anglesey Mon Distillery ihre ersten Whiskys an, und zwar diesen Sommer. Sie haben 4 kleine Stills und sie sind die erste North Wales Whisky Distillery seit 118 Jahren, die einen neuen Whisky rausbringt. Tja, die Charge ist nicht so groß, der Batch ist klein, das heißt, der Whisky wird erstmal lokal vertrieben und ist nicht für den internationalen Verkauf gedacht. Bisschen schade, aber wir sind mal gespannt, denn es wird sicher noch ein paar weitere geben und dann schauen wir mal, ob da nicht vielleicht auch ein paar Flaschen in den internationalen Versand kommen. Ja, als nächstes haben wir noch die Annandale Distillery und sie kündigt ihre Erstausgabe ihres Single Malt Whiskys an. Es wird 2 geben. Es wird einmal den Man of Swords und den Man of Words geben. Am 13. Juni ist es dann soweit und dort wird der Single Malt released. Es gibt nur 20 Fässer, das heißt nur für eine Erstausgabe einer Abfüllung sind 20 Fässer schon relativ stark. Sie wollen sie in Fassstärke abfüllen, das heißt, so viele Flaschen werden es dann nicht. Da Annandale 2014 begonnen hat zu produzieren, können wir uns ein bisschen gespannt sein auf eine Mischung aus einem 3- und einem 4-jährigen Whisky. Also es wird mal wieder einer dieser jüngeren Whiskys sein. Ja, aber da kann man immer gut abschätzen, wie denn die Gesamtqualität der Brennerei in den nächsten Jahren sein wird. Ja, schaut einfach mal ein bisschen hier auf whisky.de vorbei. Wenn wir einen Shop haben, werde ich es natürlich auch erwähnen. Als nächstes haben wir noch einen unabhängigen Abfüller. Und zwar Douglas Lang hat den Scallywag und da gibt es die 10-jährige Jubiläumsedition. Das ist ein teilweise Sherrywood gereifter, 46%iger, nicht kühlgefilter, nicht gefärbter, so wie es die Leute von Scallywag mögen. Und die limitierte Edition ist auf 4500 Flaschen beschränkt, also ist ein wenig knapp, aber die Fans von Scallywags werden, die Hardcore-Fans werden sicher bestimmt eine Flasche finden. Wird auch Anfang Juni bei whisky.de im Shop erhältlich sein. Ja, das war's aus Großbritannien. Jetzt schauen wir mal über den großen Teich und gehen mal nach Amerika. Aber heute mal nicht. Wir fangen nicht mit Bourbon an, sondern es gibt eine Nachricht aus Tennessee. Und zwar Jack Daniels bringt einen neuen Single Barrel Whisky raus. Und zwar den Barrel Strength. Ja, wird interessant.
Sie sagen direkt vom Fass, ja, direkt vom Fass mit 64,5%. Gibt es ein paar Fragen direkt vom Fass? Füllen die dann direkt vom Fass in die Flasche ab? Na, ich glaube nicht, denn ich habe auch mal mein Glas unter so eine Fassentleerung gehalten und was man bekommen hat, war sehr schöner Whisky, aber auch eine ganze Menge Flocken an Holzkohle, denn die ausgebrannten Fässer haben auch recht viele Flocken drin. Und die werden normalerweise rausgefiltert. Aber ganz was anderes als Kühlfilterung ist einfach ein grobes Sieb, dass kein Holzkohle drin ist. Das werden Sie sicher noch machen. Die andere Frage ist natürlich, wie kommen Sie dann immer auf 64,5%? Vielleicht haben Sie ein ausgeklügeltes System, wo Sie ja, weniger starke Fässer und stärkere Fässer zusammenmischen, wäre es aber kein Single Barrel mehr. Ja, also ich denke mal, sie werden so ein bisschen Wasser verdünnen, aber es ist immer noch ein High Strength Whisky und High Strength Whiskys sind immer toll, da man sich die, ja, die Alkoholstärke selbst einstellen kann und damit die Intensität des Whiskys doch ja, wirklich selbst in der Hand hat. Also ich bin sehr gespannt, ich werde den bestimmt auch irgendwo die nächsten Wochen mal hier auf dem Fass haben und probieren. Ja. Dann als nächstes gibt es eine Nachricht von Bulleit. Bulleit kennt man, weil Bulleit früher mal als Marke, jetzt als Brennerei, wurde neu gebaut im März 2017. Und jetzt hatte Diageo angekündigt, sie werden für 10 Millionen Dollar ein Besucherzentrum eröffnen. 30 Personen sollen da beschäftigt sein mit Tastingräumen, Verkaufsräumen und ja, Führung und allem. Wird sehr interessant und ich denke mal, es wird ein Punkt auf dem Bourbon Trail sicher wert sein. Und wenn ich das nächste Mal in den Staaten bin, schaue ich sicher auch vorbei. Na, als nächstes haben wir noch einen, ja, einen unabhängigen Abfüller. Und zwar Last Drop hat ein 10-jähriges Jubiläum für ihr neues Warehouse, das Warehouse P bei Buffalo Trace. Und Last Drop hat so ein bisschen neuen Ansatz. Und zwar kühlen die das Warehouse. Und sie wollen den Whisky 10 bis 15 Jahre lang lagern. Sehr interessant. Wird aber natürlich immer noch ein Mais-Whisky sein, also ein Bourbon. Aber mit 10 bis 15 Jahren wird der Whisky ja, ganz anders, als wir ihn sonst in Amerika kennen. Also es gibt nur sehr wenige, die älter als 10 Jahre sind von dem Bourbon. Ist natürlich kein Garant für einen Erfolg. Aber wir dürfen gespannt sein. Und ich bin, ja, bin erfreut, wenn ich mal eine so eine Flasche auf meinem Fass haben werde. Ja, das war's von den USA. Und jetzt gibt es noch eine kleine News am Rande. Und zwar der Suntory Toki wurde in Deutschland oder in Europa, gab es den Verkaufsstart. Und ich hatte ein tolles Interview gemacht. Schaut einfach mal auf dem YouTube-Kanal vorbei, tippt uns Toki ein. Und schaut euch das Interview an. Der Mann hat 40 Jahre Erfahrung in der Whisky-Branche. Das ist, ja, er hat einfach wirklich eine ganze Menge zu erzählen. Und ja, schaut einfach mal vorbei, wenn es euch gefallen hat. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.